Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft. Es geht hier direkt weiter mit unserem Bauprojekt, wo wir angefangen haben. Ich muss sagen, ich habe mal schnell ein bisschen Rohstoffe schon mal gefarmt vorab. Und wir das jetzt nicht wieder drei Folgen oder zwei, drei Folgen nur Rohstoffe farmen sehen. Die Sonne ist gerade aufgegangen, wir haben auf jeden Fall Zeit. Wir haben die Taschen voll mit Baumaterial. Wir laufen gleich erstmal hier erledigen den Creeper. Denn wir wollen sehen, dass wir hier zumindest das Gebäude geschlossen kriegen, denn bin ja halbwegs zufrieden mit dem, was wir bisher geleistet haben. Ganz das hübscheste Gebäude wird es vermutlich nicht werden, aber naja, da bin ich einfach noch nicht der super Bauprofi. Aber machen wir mal weiter hier mit unserem kleine Verschönerung vom Verschönerungsverein hier, um die Landschaft ein bisschen neu zu gestalten, indem wir nicht so eine hässliche Monsterfarm haben, sondern ein schickes Hochhaus. Ja genau, 5 hatten wir immer. 1, 2, 3, 4, 5. Die brauchen wir gerade nicht. Hier brauchen wir Cleanstone unten. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was dabei. Also wir können ganzes Stück, glaube ich, jetzt erstmal bauen. Haben wir die dann eigentlich nicht hochgebaut? Zack, zack, zack. Ja, wie wir nachher das hier vorne gestalten, das müssen wir natürlich auch ein bisschen in den Eingangsbereich später. Es wird noch irgendwie ein bisschen abgerundet werden. Bin da noch ganz guter Hoffnung. Hier haben wir irgendwie noch Erdemangel. Wusste ich gar nicht. Können wir uns hier noch schon mal ein bisschen was holen. Nicht so, dass es lange dauern würde. Wenn wir uns mal eine Handvoll Erde erstmal holen. Wo ist sie denn? Da oben. Das ist nicht die Erde. Das ist sie doch. Erstmal. Wir müssen auch dieses Loch hier schließen. So. Erde alle. Machen wir wieder 1, 2. Das müsste Gras hier am Weg. 3, 4, 5. Noch echt gespannt, wie das nachher so wirken wird, wenn man die erste Etage zumindest schon mal fertig ist, man mit der zweiten anfängt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die zwischen. Ja. Die Deckenwände sozusagen, wie ich die einziehen werde. Sind wir doch schon wieder am Ende hier angekommen. Ich glaube, das haben wir so gemacht, ne? Dann müsste hier wieder so einer hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry. Haben wir da irgendwie Frosch im Hals. Jetzt ist er befreit. Jetzt können wir hier weitermachen. So, 2, 3, 4, 5. Ein davon, davon ein. So, ups. Also, ja, Mann da. Konzentration bitte. Wir haben Großes vor. Wir haben noch viel vor. Deswegen müssen wir natürlich ein bisschen vorankommen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, passt doch. Ist ja versetzt, ne?
Spinne. Bleib da, wo du bist. Das ist ja auch 4 breit oben eigentlich, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Kein Plan. Das ist so ein bisschen, naja. Das war auch dumm. Müssen wir wieder wegmachen. Ist egal, oder? 10 Scheiben, 11 Scheiben verschwendet. Denn wir wollen uns natürlich treu bleiben und hier blaue Scheiben hinmachen. Wir haben die gerade eben noch nicht weitergemacht und das fällt uns rechtzeitig ein. Das wäre so ärgerlich gewesen, wenn ich jetzt hier noch 10 Minuten weitergemacht hätte und nachher, wenn die Wand fertig wäre, gemerkt hätte, oh, wir haben helle Scheiben genommen. Na gut, wir haben die richtigen ausgewählt. So. Ja, Ausgänge müssen wir ja gerne irgendwie in alle Richtungen planen. Ne? Also hier kommt dann auch eine Tür zwischen. Das passt alles, ich weiß es ja nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube eigentlich schon, ne? Da hatten wir 5, dann kommt hier wieder. Kriegen wir. Nein. Hä, das ist doch auch falsch. 1, 2, 3, 4, 5. Wer hat aufgepasst? Ich nicht. 2, 3, 4, 5. Jo. Wir sind einmal rundherum. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir zumindest die 3 hoch dann überall schon mal hier kriegen. Scheiben. Oh, das ist echt immer ätzend. Ich möchte nachher nicht wissen, wie viele Scheiben wir insgesamt verschwendet haben. Wir müssen bestimmt mit Sicherheit uns nachher nochmal Sand organisieren. Obwohl, ich habe auch noch ein bisschen was in den Ofen gepackt. Oh Mann. Das wird auch wieder zu ekligem Stein. Verschwendung pur hier gerade. Haben wir gar nicht mehr. Blau gefärbte Glasblöcke. Schade eigentlich. Es wird auf jeden Fall ein schön lichtdurchflutetes Fenster immerhin. Oder generell das ganze Gebäude. Das wird noch ein bisschen Zeit hier in Anspruch nehmen. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, aber wie ihr sehr seht, meistens klappt es dann nicht. Man verklickt sich, klickt irgendwo anders hin. Muss ich erstmal wieder einspielen. Erste Aufnahme gerade in der heutigen Aufnahmesession, die ihr ja wahrscheinlich erst einmal zu überlegen. Die seht ihr, glaube ich, sogar erst. Ja. Das ist wahrscheinlich schon Ende, ne? Ende Januar, weil ich nehme ja gerade paar Tage mehr Folgen am Stück auf, und weil das Datenvolumen bei mir ist sowieso schon verbraucht. Und dann kann ich ja natürlich auch noch immer laufen lassen sozusagen, um zumindest ein paar Folgen noch hochladen zu können. Ja, wir müssen natürlich dann irgendwo nachher so eine Behilfstreppe haben. Da ist auch nicht was los bei den Zombies. Glowstone. Ich wollte eigentlich überlegen, oder warte mal, wir gucken uns das mal an, wie das aussehen würde. Das ist echt immer blöd hier, immer wenn da irgendwas ist, da immer was stört. Wenn wir
die schon mal so schließen. Und da über kommt, wechselt dann die Etage. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So kriegen wir noch ein bisschen mehr Kontrast rein in das Ganze, damit das nicht zu gleichmäßig alles aussieht. Ein bisschen Rohstoffe habe ich dabei. Und ich glaube, da kommen Glowstones hin. Zumindest dachte ich mir das so. Oder wie machen wir das hier drüber? Müsste dann eigentlich sowas kommen, ne? Bin ich mir noch nicht schlüssig. Ach nö. Naja, hier wieder rein. Das ist auch blöd, ne? Aber wir müssen eh weiter hoch nachher. Gucken wir, das reißen wir nachher natürlich wieder weg. Unsere kleinen Behilfshochdinger dabei. Aber jetzt mal einen Punkt irgendwo zu haben, wo wir hochgehen können, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt einfach mal so. Können wir dann beurteilen, wie es aussieht. Okay, das war schon wieder mit. Aber wir haben noch, hier haben wir noch mehr als 4 Stacks voll. Das reißt uns auf jeden Fall wieder ein Stückchen raus. Da können wir wieder eine ganze Reihe hier weiter bauen. Muss alles ein bisschen konzentriert sein, ne? Also ich kann jetzt nicht so viel erzählen. Ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber genieß ein bisschen, wie ich hier Blöcke setze. Ein bisschen entspannt die Hintergrundmusik lauschen. Aber hier machen wir das dann auch erstmal so. Na, jetzt fehlen uns Cleanstones hier unten wieder. Zumindest auch nicht nur Glas. Was ist eigentlich so los in der Falle da unten? Die ist voll, ne? Ich möchte nämlich hier außen auch die Fackeln wegkriegen und dass wir da denn auf der Höhe immer so einen Glowstone oder so setzen. Monsterfalle ist voll. Das ist richtig, richtig Gedränge. Geht Party ab auf jeden Fall, aber an der Party wollen wir gerade nicht teilhaben. So, hier sind wir schon mal hoch. Das ist ja sehr schön. Da ist eine böse Spinne. Die wollen wir nichts zu tun haben. Da kommt schon wieder eine rausgekrochen. Ups, wir lernen noch mal kurz die Falle. Sind viel zu viele Creeper drin, ne? Oh nein, wir wecken ja gar nicht, weil wir voll low Energie sind. Was habe ich hier eigentlich gebaut? Wieso ist hier keiner drin, ne?
Oh, da auch nicht. Hier. So, sehr schön. Jetzt nur noch ein paar Türen. Die Glowstones. Und dann sind wir mit der ersten Runde sozusagen hier fertig. Dann kommt die erste kleine Behilfszwischendecke. Die wird auch nicht so groß werden, aber ich überlege noch, ich habe noch gar nicht genau entschieden, welches Material ich dafür nachher nehme. Zumindest drinne. Ich weiß noch nicht, was man gegen die Creeper macht. Die sind vergiftet worden. War aber eine kurze Vergiftung, nicht weiter schlimm. Das Einzige, was nervt, hier so ein bisschen die Bogenschützen. Okay, jetzt hat der Creeper drin aufgeräumt. Hat man noch ein paar Erfahrungspunkte, aber natürlich nicht so viel, wie erhofft. Aber zum Glück bleiben die Steine heile. Also das funktioniert. Wir haben hier die erste Etage fast fertig. Naja, gut. Soweit sind wir noch nicht ganz, aber machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann werde ich sehen, dass wir ein bisschen Glowstone holen. Damit hier oben überall ein Glowstone drauf kommt, anstatt die Fackeln. Die kommen dann weg und dann ja, sieht das schick aus vielleicht. Werden wir sehen. Gucken wir uns an. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über Kommentare und Like und so freuen. Und ich würde mal sagen, ja, ne? Schaltet einfach in der nächsten Folge wieder rein. Dann werdet ihr sehen, was ich dann sage. Also, ne? Bis dahin. Tschüss.